Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass so viele hier sind. Tatsächlich habe ich das, den Titel Vorlesung für alle einigermaßen ernst genommen, was ich auch in den Vorlesungen an der Uni mache, dass ich tatsächlich ein Skript habe und tatsächlich auch mehr oder weniger lesen werde. Ich versuche natürlich so viel wie möglich rauszugehen aus dem Skript und so zu tun, als würde ich spontan sprechen. Aber ich habe mir schon die Gedanken ziemlich vorformuliert. Und ich habe auch eine PowerPoint dabei. Wir haben den Sound gecheckt. Es gibt ein paar Songs. Es gibt auch ein paar Songs, zeige ich mit Video. Das wird dann vielleicht, können es dann leider nicht alle sehen. Und ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich irgendwie was zwischen PowerPoint und Browser muss ich irgendwie so komische Wechsel machen. Das sieht dann unelegant aus, aber ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Dann fange ich einfach gleich mal an. Wie der Titel ja bereits unmissverständlich verrät, möchte ich heute mit Ihnen über Hip-Hop sprechen. Und ich weiß, dass es immer wichtig ist, das Publikum so früh wie möglich auf die Seite, seine Seite zu holen. Und insbesondere, wenn man sich anmaßt, wie ich als gebürtiger Berliner in Hamburg über Hip-Hop zu sprechen. Die Chronistinnen unter Ihnen werden sich natürlich erinnern an eine Zeit, in der Hamburg sich anstellte, zur dominanten Stimme im deutschen Hip-Hop zu werden, während man in Berlin noch in den Untiefen verstaubter Kellerräume nach einer eigenen Stimme suchte. Und ich erinnere mich tatsächlich noch gut an eine Zeit Ende der 90er Jahre, als man voller Neid und natürlich Hip-Hop typisch mit Verachtung und Missgunst in den Norden blickte und schlussendlich, natürlich klammheimlich, anerkennen musste, dass dort ganz schön was abging. Und deshalb gleich zu Beginn, einfach zur Einstimmung, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sind am Start und die Welt ist groß, rufen die absoluten Beginner uns auf ihrem, man mag es kaum glauben, zumindest die Älteren unter uns, vor genau 25 Jahren erschienenen und ohne Frage meisterhaften, manche sagen, dem besten deutschen Hip-Hop-Album aller Zeiten, Bambule zu, womit die drei Hamburger den Hip-Hop eigentlich schon sehr pointiert zusammenfassen. Denn im Grunde dreht sich dieser doch im Wesentlichen immer wieder um das Zusammenspiel von unmissverständlicher Gegenwärtigkeit, dominanter Abgrenzung und einem maximalen Willen zur Expansion. Wir sind am Start und die Welt ist groß. Wenn dieser Vortrag nun also der abzielt, darauf zu fragen, was Hip-Hop will, kann, vielleicht auch was er darf, dann sollte man sich meines Erachtens aber nicht auf die Fragezeichen konzentrieren, sondern dem im Titel aufgerufenen Ausrufezeichen folgen. Denn das Ausrufezeichen macht eine Sache von Beginn an deutlich. Hip-Hop will vor allem eines: unmissverständlich sein. Hip-Hop ist selbstbewusst, selbstbezüglich, selbstverliebt und darin ist er meines Erachtens der Inbegriff von Pop. Aber in bestimmter Weise ist er immer wieder auch durchzogen von Selbstzweifeln, Selbstdistanz, ironischer Brechung und dem Drang, sich unbedingt beweisen zu müssen. Und ich finde, darin ist er in seinen besten Ausformungen Kunst. Aber zunächst rauscht Hip-Hop immer durch die Welt und schreit an jeder Ecke aus dem Weg, hier komme ich, hier bin ich, wir sind am Start. Denn Hip-Hop ist übergriffig und territorial. Und tatsächlich kann man mittlerweile das Gefühl haben, Hip-Hop sei überall. Denn es gab wohl noch nie eine Populärkultur, die sich derart selbstbewusst, krisenresistent und vielschichtig aufgefächert, ausgebreitet und global vernetzt hat. So ist Hip-Hop schon lange kein Kulturphänomen der sogenannten westlichen Welt mehr. Es gibt Hip-Hopperinnen unter den Inuit Alaskas, den Aborigines in Australien und gerade auch im Kampf um postkoloniale Selbstermächtigung fungiert Hip-Hop immer mehr und immer wieder als besonders beliebte Ausdrucksform. Und natürlich denkt man jetzt vielleicht als erstes an die Musikerin M.I.A., die vor einigen Jahren mit ihrem Hit Paper Planes international reüssierte. All das ist aber bei genauerer Betrachtung meiner Meinung nach gar nicht so überraschend. Denn wer die Geschichte dieses kulturellen Phänomens genauer studiert, muss feststellen, dass Hip-Hop von Beginn an auf besondere Weise größenwahnsinnig, visionär und kulturell dogmatisch war.
Zwar positionierte er sich am Ende der 70er Jahre noch als despektierlich missbilligte Subkultur, in der die verschiedenen Spielarten, Musik, Graffiti und Tanz in einer uniformen Widerstandsgeste gegen die soziale Ungleichheit in US-amerikanischen Großstädten und insbesondere natürlich in den afroamerikanisch und lateinamerikanisch gesprägten Nachbarschaften ins Feld geführt wurde. Auch war der Hang zum Hyperbolischen, zum Exzessiven und zum Grandiosen in dieser Zeit bereits erkennbar. Man denke an die Anfangsjahre und die schrille Kleidung, die expressiven Tänze und natürlich auch die farbliche Gestaltung der urbanen Räume durch Graffiti. Und stellvertretend dafür kann natürlich immer wieder Charlie Ahearns 1982 veröffentlichter Film Wild Style genannt und natürlich auch geschaut werden. Zudem aber muss festgehalten werden, dass der eben beschriebene Geltungsdrang immer auch ein Ausdruck von Selbstdifferenzierung, Selbstdistanzierung ist und eher noch seiner mal mehr oder weniger ironischen Selbstverunsicherung. Das Ausrufezeichen braucht immer einen Resonanzraum, ein Gegenüber, das dem Appell folgt, und diesen Raum bietet sich Hip-Hop in erster Linie immer wieder selbst. Hip-Hop entstand im wahrsten Sinne in den erschütterten Ruinen der New Yorker Bronx als eine Musik und Kultur, die sich wiederum aus Fragmenten zusammenbastelte, um sich davon ausgehend zum gesellschaftlichen Geigerzähler zu stilisieren. Und vor dem Hintergrund seines Appellcharakters ist Hip-Hop im Grunde genommen zum Gradmesser und vielleicht sogar zum Synonym geworden für unser heutiges Verständnis von Coolness und Lässigkeit, von Anrüchigkeit und Transgression, von widerständiger Untergrundästhetik und glänzend schillerndem Hitparaden-Sound, von politisiertem Pop und einem geradezu asozial zu nennenden Hedonismus. In diesem Vortrag werde ich jetzt, ein erstes Beispiel hatten wir schon, ich werde jetzt einigermaßen erratisch, intuitiv und ich hoffe auch ein Stück weit Ihre Hörgewohnheiten abholend einige Beispiele zeigen, meist hauptsächlich aus dem US-amerikanischen und deutschsprachigen Hip-Hop, und beanspruche natürlich in den 40 Minuten in keinem meiner Argumente hier vollständiges liefern zu können, aber vielleicht ein paar Anreize. Im Grunde genommen habe ich ja schon angerissen, die These, die im Grunde genommen den Vortrag ausmacht, ist, dass ich der Frage nachgehen will, was bedeutet eigentlich diese Form, diese ganz bestimmte Form von Selbstbezüglichkeit im Hip-Hop und warum ist er über diese Selbstbezüglichkeit zu einer so besonderen Popkultur und auch Kunstform geworden. Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, spreche ich, wenn ich jetzt im Folgenden über Hip-Hop spreche, im Grunde genommen fast ausschließlich über die Musik. Und das liegt ganz offen gesagt daran, dass ich glaube, dass dieses arg romantisierte Gründungsnarrativ des Hip-Hop als eine von vier Säulen getragene Subkultur, diese sogenannte Four Pillars Theory, nicht länger trägt. So mag zwar in den späten 70er und frühen 80er Jahren, als Wildstyle noch für Furore sorgte, dass Hip-Hop gegolten haben, dass Hip-Hop in der Verbindung von Rap-Musik, Breakdance, Graffiti und DJing aufgeht, doch haben sich meiner Meinung nach Tanz, Malerei und das Auflegen von Platten mittlerweile doch deutlich vom Hip-Hop emanzipiert und ich glaube, dieser auch von ihnen. Hip-Hop ist heutzutage vor allem ein, und das ist natürlich weiterhin sehr heterogenes, in, mit und beieinander einer bestimmten Musik und eines sich davon auch ableitenden und dieses aber auch in Wechselwirkung beflügelnden bestimmten Ausdrucks in Sprache, Geste, Gestik und Mode. Also vor diesem Hintergrund weiter gesagt, wenn ich jetzt über Hip-Hop spreche, dann meine ich in aller Regel Rap-Musik, und wenn ich hier ab und zu das Wort Rap benutze, dann meine ich Hip-Hop. Ich bitte dies zu entschuldigen, beziehungsweise diese Flexibilität mitzugehen. Natürlich weiß ich, es gibt auch andere Definitionen. Ich habe mich in meiner Beschäftigung mit Hip-Hop einfach immer weiter darauf geeinigt, mit mir selbst zumindest und auch mit anderen, dass Hip-Hop im Grunde genommen dass es sowas wie Hip-Hop-Tanz oder sowas, dass das wirklich ein Modephänomen ist, was im Grunde genommen mit dem, was man über Hip-Hop sagen will, nicht mehr viel zu tun hat. Diese Hip-Hop- oder Rap-Musik aber macht ihren Einfluss seit einigen Jahrzehnten universell geltend
Wir sehen es im Profisport, der Mode, wir sehen es im Film, Fernsehen oder in anderen Musikgenres. Hip-Hop-Musikerinnen wie Jay-Z, Kanye West oder Cardi B oder auch die Fantastischen Vier führen Medienunternehmen, besitzen Anteile von Sportvereinen, gestalten Modelinien, sie engagieren sich politisch in Bildungs- und Sozialreformbewegungen oder steigen auch mit mäßigem Erfolg in das Rennen um die US-Präsidentschaft ein. Gleichzeitig bestimmen sie schon seit Jahren die internationalen Charts und produzieren gigantische Klickzahlen in den gängigen Streamingdiensten. Dementsprechend ist Hip-Hop auch im Herbst 2020 vom Rolling Stone veröffentlichten Liste der 500 wichtigsten Alben der Musikgeschichte mit mehr als 60 Alben zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Kanons, das im Verhältnis am häufigsten vertretene Genre. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Tendenz hier eher steigend ist. Grundsätzliche Frage aber muss immer wieder lauten, wie konnte es dazu kommen, dass diese am Jazz, Funk, an der Disco-Szene sich orientierende urbane Subkultur, die in den späten 70er Jahren in den Armutsvierteln New Yorks für Perspektive sorgte, zu einem globalen Phänomen mit solch kulturellem, politischem und auch wirtschaftlichem Führungsanspruch werden konnte. Und ich glaube, ganz grundsätzlich liegt es erstmal daran, dass Hip-Hop bereits in seinen Anfängen davon getrieben war, mobilisieren zu wollen, ermächtigen zu wollen, provozieren zu wollen und im Grunde genommen den Ton angeben zu wollen. Sodass ich, und das ist sozusagen die Heterogenität, die sich auch heute eigentlich noch abbildet, dass sich im Hip-Hop noch die konservativsten Laster unserer Gesellschaft mit den progressivsten Utopien verbinden lässt und insbesondere in der Musik dann gesamtgesellschaftlich, kulturell und international in Stellung gebracht werden konnte. Mithilfe charakteristischer Drumbeats, dem sogenannten Boom-Bap zum Beispiel des New Yorker Hip-Hop, synthetisch eingespielte Harmonien wie im aus Los Angeles stammenden G-Funk, ich habe hier mal KRS-One und Warren G stellvertretend gezeigt, zielsicher gesetzte Scratches und natürlich der ständig am Puls der Zeit befindlichen Kleidungs- und Symbolsprache konnten dann auch Misogynie, Homo- und Queerfeindlichkeit, Gewaltfantasien, heteronormative Beziehungsbilder bis heute genauso selbstverständlich vorgetragen werden wie der Wunsch nach antirassistischen, antikommerziellen, antisexistischen und ökologischen Reformbestrebungen. Und das Absurde am Hip-Hop und das Tolle am Hip-Hop ist eigentlich auch, dass es viele dieser Dinge im selben Track vonstatten gehen. Musiker wie die Hamburger Gruppe 187 Straßenbande, und jetzt sinkt mein Respekt ein kleines bisschen wieder vom Hamburger Hip-Hop, Musiker wie die 187 Straßenbande können im Namen des Hip-Hop breitbeinig von Gewalt, Gefängnis und hypermaskuliner Allmacht erzählen, während es KünstlerInnen wie Lil Nas X oder Kay Tempest möglich ist, den Hip-Hop als in sich widerständig zu zeigen und seine durchaus sensible und Genregrenzen überwindende Ästhetik für eine Aufweichung der konservativen Hegemonie zu nutzen. Kay Tempest, die eigentlich Lyrikerin ist, geht dabei beispielsweise so weit, ihre Gedichte zu rappen und ihre Raps nachträglich in Gedichtform zu transkribieren. Meiner Meinung nach hat sich Hip-Hop in den letzten Jahren kaum weiter aus dem Pop herausbewegt und es gleichzeitig geschafft, so unmissverständlich weiterhin Hip-Hop mit einem Ausrufezeichen zu sein. Und weil ihr Rap und ihre Poesie für mich irgendwie so beeindruckend sind, möchte ich gleich einfach einen Track von ihr spielen. Und sie haben jetzt hier die Möglichkeit, den Text mitzulesen, den Tempest dann in ihrem Gedichtband Let Them Eat Chaos, das Album heißt auch Let Them Eat Chaos, veröffentlicht hat. Auf dem Album ist es der 10. Track, aber es ist ja eher so ein episches Langgedicht, aber ich finde, in diesem Track ist der Beat fulminant und auch ihr Rap-Stil sucht schon seinesgleichen. Also, ich hoffe, es klappt. Es wäre aber nun, wie ich bereits gesagt habe, ein Trugschluss zu glauben, dass die beiden schemenhaft skizzierten Lager, Reaktionäre, Konservative auf der einen und progressive Hip-Hopper auf der anderen Seite, sich gegenseitig ausschließen. Hip-Hop ist mit Blick auf seine Inklusionsfähigkeit auf besondere Weise fast schon magisch. So hätte eigentlich bereits die Gegenüberstellung von aktivistischen KünstlerInnen wie Queen Latifah oder Tribe Called Quest
und machistisch gewaltverherrlichen Musikern wie Dr. Dre oder den aus Houston stammenden Ghetto Boys auch den letzten klar machen müssen, dass die bereits erwähnte Erzählung der angeblich alle Hip-Hopperinnen verbindenden vier Elemente und ihres ethisch unerschütterlichen Ehrenkodexes kaum mehr als eine zu vernachlässigende Kulturromantik ist. Doch gelingt es einer bestimmten, kaum in Worte zu fassenden Vorstellung von Hip-Hop noch immer, ein Gemeinschaftsgefühl zu schützen, zu schüren und zu schützen, das transnational, transgenerational und auf besondere Weise transkulturell wirkt. Ungeachtet seiner zahlreichen und bisweilen fast schon mythisch verklärten Konflikte, die im Falle von Künstlern wie Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. tödlich endeten, offenbart sich Hip-Hop also mit der Kraft einer gemeinschaftsstiftenden Magie als eine kulturelle Praxis, die sogar solche Tragödien verwindet und es vermag, ihre Akteurinnen immer wieder auf sich selbst beziehen zu lassen. Und ich glaube, dass das eine ganz starke Kraft von Hip-Hop ist. Ich glaube, auch ein großer Teil der Faszination von Hip-Hop ist, neben natürlich all der sozusagen ästhetischen Oberflächenphänomene, dass er vermeintlich leicht rezipierbar ist, dass er auf Beats und Melodien fußt, die im Grunde genommen ein leichtes Mitgehen erlauben. Ich glaube, das ist alles grundsätzlich schon mal Quatsch, aber ich glaube, dass ein großer Appeal, der so diese internationale Wirkung, diese transkulturelle Wirkung sich dadurch wirklich erschließt, dass es immer wieder Rückkopplungseffekte gibt, die sich irgendwie identifikatorisch aufeinander beziehen lassen und sich auch gegenseitig da nicht loslassen und sich auch nicht in Ruhe lassen. Aber auf diese Form des Dialogs komme ich noch zu sprechen. Diese alles verbindende Spannung zwischen einer ausgestellten Diversität und einem hegemonialen Geltungsanspruch, zwischen Selbstbehauptung und kaum noch zumutbar sein, war dementsprechend ein entscheidendes Moment der Entwicklung im Hip-Hop, das ihn meines Erachtens bis heute beflügelt. Denn nicht zuletzt aus der Spannung heraus war Hip-Hop stets darum bemüht, möglichst viele Bereiche in Gesellschaft, Kultur und Politik zu affizieren. Selbstverliebte Selbstabgrenzung, umschmeichelnder Gestus und ein beharrlicher, mit häufig narzisstischer Kulturimperialismus bestimmen seit jeher seinen Willen zur Macht. So entwickelte sich zum Beispiel die von Afrika Bambaataa gegründete Zulu Nation schnell von einer New Yorker Nachbarschaftshilfe zu einem internationalen Netzwerk dogmatisch wertebewusster Hip-Hop-Missionarinnen. In Deutschland ist natürlich das beste Beispiel der Urvater Torch, der schon mit 14 Jahren zur Zulu Nation dazukam und einer der internationalen Diplomaten sozusagen wurde. So machten die Straßenrapper von Run DMC den Adidas-Turnschuh kurzerhand zu einem globalen Hip-Hop-Markenzeichen. Und so übertrugen die Beastie Boys den Hip-Hop bereits in den 80er Jahren von den Straßenecken der berüchtigten Bronx in die Einfamilienhäuser der bürgerlichen und vornehmlich weißen Vororte. Hip-Hop war im Spiel dieser popkulturellen Bewegungen nicht nur gekommen, um zu bleiben, sondern schnell davon besessen, alle Teile der Gesellschaft von seiner Symbolsprache, seiner Ausdruckssprache, seiner lässigen Mode, seinem bemerkenswert ausgestellten Sinn fürs Geschäftliche und insbesondere von seiner eindringlich rhythmisierten Musik besessen zu machen. Der Anspruch war, und das ist ein Paradox, in dem sich Hip-Hop, glaube ich, auch heute noch sehr gut bewegt, eine anti-autoritäre Subkultur zu einer kulturellen Autorität werden zu lassen. Und dies natürlich nicht nur in den USA oder Westeuropa, sondern bisweilen in jedem Winkel der Erde. Und an dieser Stelle würde ich gern ein weiteres Lied spielen, das, wie ich finde, dieses Spannungsverhältnis ganz gut ausdrückt. Es ist ein Klassiker, viele behaupten, eines der besseren oder besten Lieder im internationalen Hip-Hop. Ich spiele es jetzt an, es wird wieder ein Video geben, weil ich finde, dass das auch den Zeitgeist wunderbar erschreckend abbildet. Und dann... immer wieder entspannt und erleichternd zu sehen, wenn Pop einfach mal nicht um die Ecke denkt, sondern gerade raus einfach zeigt, was er sagt. In dem autobiografischen Juicy des viel zu früh verstorbenen The Notorious B.I.G. verbindet sich meiner Meinung nach fast alles, was Hip-Hop, wenn er vollends gelungen ist, auszeichnet. Erschütternde Authentizität, anrührende Fragilität, selbstübersteigernder Hedonismus und nicht zuletzt das außerordentliche Gespür für Sprache, Witz, Ironie und Poesie.
Und natürlich wird uns hier eine klassische Aufstiegsgeschichte erzählt, die sich im Grunde genommen immer entlang erzählt an der Geschichte des Hip-Hop. Also es werden frühe Hörerfahrungen zitiert und das eigene Bestreben nach sozialem Aufstieg damit sozusagen synchrongesetzt. Eine Aufstiegsgeschichte, in der immer wieder auf die Unwahrscheinlichkeit abgehoben wird, dass das eigentlich schon vorgezeichnete Schicksal der Verelendung nicht mehr abzuwehren ist. Insofern ist der Hip-Hop nicht nur verantwortlich in diesem Track für den Erfolg des eigentlich schon Gescheiterten, er ermöglicht dem Aufsteiger, die Geschichte seines sozialen und kulturellen Widerstands zu erzählen. Man kann sagen, dass hier tatsächlich the medium, the message ist. Nicht nur drückt sich Erfolg darin aus, dass überhaupt ein solcher Track produziert werden kann und erfolgreich wird, sondern in dem erfolgreichen Track wird vom Erfolg erzählt. Wobei sich die kulturelle Führungsrolle des Hip-Hop, und auch das beschreibt Juicy recht eindrücklich, vornehmlich in seiner Frechheit ausdrückt, von Beginn an und unbedingt, uneingeschränkt und unanfechtbar anführen zu wollen. Denn so anschlussfähig er auch ist und sich immer wieder zeigt und so sehr er auch von der Öffnung gegenüber Fremdeinflüssen lebt und dies ja von Beginn an, wir wissen das irgendwie aus dem Sampling, die Geschichte des Samplings und so weiter, Hip-Hop dreht sich in erster Linie immer um sich selbst. Hip-Hop ist derart selbstbezüglich, dass er seine Geschichte im Grunde immer schon selbst erzählt. Jedes Album behauptet im Hin und Her seiner eigenen musikhistorischen Verortung seine eigene Stellung im Kampf um die kulturelle Deutungshoheit. In keinem anderen Genre der Popmusik werden den Text und Musik derart häufig und ausdrücklich die eigenen Traditionslinien angesprochen und vorgeführt, werden andere Musikerinnen gewürdigt oder diskreditiert und der Zeitgeist derart kompromisslos kommentiert und mitgestaltet, was fällt mir auf, und es fiel mir jetzt auch wieder auf, als ich diesen Vortrag zusammengestellt habe, wie viele Tracks es auch gibt, die man heutzutage nicht mehr versteht, wenn man nicht in dem Zeitgeist gelebt hat, weil viele von Ihnen werden wahrscheinlich nicht mehr den Telefonanbieter D2 kennen, der zum Beispiel in einem Deutschrap-Song zitiert wird oder was ein Nokia 3210 ist und so weiter und so fort. Das heißt, diese unmittelbare Kommentierung und Abbildung des Alltags, der Gegenwart und das Einbinden, das in das sozusagen eigene künstlerische Schaffen und das im eigenen künstlerischen Schaffen geltend zu machen und zu verewigen, ist, glaube ich, eine ganz besondere Qualität von Hip-Hop, die ich so in keinem anderen Pop-Genre finde. Folkmusik kann das ein Stück weit auch noch, aber dass wir ein Lied von, was weiß ich was, Whitney Houston oder sonst wem hören, in dem tatsächlich entweder Mariah Carey gedisst wird oder darüber gesprochen wird, was letztes Jahr im Kino lief und ein großer Erfolg war, es wird einem eher weniger begegnen. Das heißt, dieses Hip-Hop ist da drin sehr generisch, das ist seine eigene Form des Erzählens, aber ich finde, es ist auch eine ziemlich einzigartige Form des Erzählens von Gegenwart und Vergangenheit. Mithilfe verschiedener Techniken also und Praktiken wie dem Sampling, den Genregrenzen sprengenden Gastauftritten anderer Musikerinnen oder dem direkten und indirekten Zitieren der kulturellen Umwelt wird immer wieder der Grenzbereich zwischen Autonomie, kultureller Aneignung, Gemeinschaftlichkeit und kreativer Überbietung ausgeleuchtet und dann wiederum in neue Produktionen übersetzt. Und so kann sich natürlich das, was am Anfang schon gesagt wurde, Hip-Hop tatsächlich immer wieder neu gestalten. Dabei zieht er seine kreative Energie gerade daraus, die eigene Selbstbezüglichkeit aber nicht harmonisch, das heißt in sozusagen so einen romantischen Narrativ einzubinden, sondern im Sinne seiner kulturellen Entwicklung und Selbstbehauptung immer wieder zutiefst kompetitiv auszuleben. Hip-Hop ist der Pop-Wettstreit par excellence. Er versteht sich dementsprechend besonders gerne und effektvoll in Polarisierungen, wir kennen es, gut gegen böse, Kunst gegen Kommerz, Mainstream gegen Underground, East Coast gegen West Coast und natürlich Hamburg gegen Berlin. Und darin ist dieses Genre der Popmusik gerade nicht in dem von ihm selbst geförderten Dichotomien gelähmt, sondern zwingt sich immer wieder zu lyrischen und musikalischen Neubestimmungen. Und ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo man tatsächlich auf einer Folie zum Beispiel die 187 Straßenbande und Kay Tempest nennen kann, weil es permanent um ein Ausfechten von Positionieren im sozusagen Hip-Hop-Feld geht, ohne sich gegenseitig canceln oder ausschließen zu müssen. Es geht immer wieder darum, sich herauszufordern und anzutreiben.
Insofern gibt es meines Erachtens auch kaum eine weitere Popmusik, in der Musikerinnen ein so dringendes Bedürfnis verspüren, die kulturelle Bedeutung und das ästhetische Spiel der eigenen Musik ständig neu zu definieren und diese Neudefinition dann performativ auszustellen. Daraus kann man natürlich jetzt ein großes Argument machen. Das heißt natürlich nicht, dass Rock'n'Roll, Punk oder auch selbst Schlagermusik frei ist von selbstreflexiven Entwicklungsprozessen. Ich glaube, alle Popkultur ist gestaltet sich selbstreflexiv. Nun Fernsehen, Film, wie gesagt, oder Musik. Der Unterschied ist, dass es mit Blick auf Hip-Hop darum geht zu zeigen, dass Hip-Hop diese Selbstbezüglichkeit, die immer Teil des popkulturellen Spiels ist, immer intertextuell sich neu sozusagen schaffen im Abgleich zu anderen, immer wieder sich neu zu erkennen zu geben, dass Hip-Hop diese Selbstbezüglichkeit offensichtlicher als andere Pop-Praktiken zu einem ganz entscheidenden und immer schon sichtbaren Teil seiner Form macht. Dass die Anzahl der Lieder, in denen die Formel Hip-Hop ist oder Rap ist, aufgerufen wird und die Alben, in denen künstlerische Kollaborationen sich in nicht enden wollen Gesprächen über die eigene Kultur verlieren, ist nicht mehr zu überschauen und dementsprechend stil- und kulturprägend. Ich habe für die Vorbereitung noch einmal zum Beispiel das Album von Kool Savas mit Sido durchgehört und jeder Track ist eine Rückversicherung, wie toll man ist, wie man die Kultur hervorgebracht hat, wen es zu unterstützen gilt und wen es sozusagen auszuschließen gilt. Und das funktioniert, aber es ist so eindeutig Hip-Hop. Ich habe einen anderen Track mitgebracht für die Studentinnen unter Ihnen, die Münchner Band Blumentopf. Ein Track aus dem Jahr 2001. Ich sage das, weil für die, die es nicht wissen, Blumentopf gemeinhin als Studentenrap beschimpft wurde. Aber der macht auf eine ganz liebevolle Art und Weise deutlich, was ich gerade versucht habe zu sagen. Hier habe ich jetzt kein Video, sondern nur das Lied. Alle Klischees werden bedient und im Grunde genommen ist es ganz einfach. Entweder man fühlt Hip-Hop oder man fühlt ihn nicht. Und eine kleine Randnotiz, zum Beispiel die Referenz zur Minidisc, ist wahrscheinlich eine, die nicht alle hier verstehen. Es ist pure Romantik und immer wieder geht es um den Drang, die eigene Musik nicht nur für sich sprechen zu lassen, sondern in der eigenen Musik den erklärenden Begleittext gleich mitzuliefern. Hip-Hopperinnen treten also nie nur in Kommunikation mit ihren Fans und Kritikerinnen, sondern in erster Linie mit sich selbst, als müssten sie sich immer wieder versichern, dass sie wirklich Hip-Hop sind. Ständig fragt sich Hip-Hop deshalb, was er ist, was er kann, ständig wird die kulturelle Vergangenheit aufgerufen, um dann die Gegenwart zu analysieren und im besten Falle Hypothesen über die Zukunft aufzustellen. Und manchmal geschieht das so romantisch inkludierend wie bei Blumentopf und andere Male dient es der maximalen Distinktion, wo Hip-Hop dann im Grunde genommen sein Untergenre des Battle-Raps oder des Diss-Tracks erfunden hat. Und auch hier möchte ich Sie mit einem kleinen Beispiel beglücken und jetzt kommen wir wieder zurück in die Freie und Hansestadt und hören von Dynamite Deluxe um den Ausnahmerapper Samy Deluxe wie jetzt. Und so weiter. Immer wieder geht es um Selbstbehauptung und darum, Recht zu haben. Schon die Art, in der Hip-Hop-Beats arrangiert werden und wie diese Beats dann die Musikerin dazu zwingen, sich immer wieder nachdrücklich zu behaupten. Und wir haben ja schon sehr häufig dieses Schema von und dann wird auf der letzten Silbe nochmal was rausgehauen. Geht einfach um die maximale, oder es geht im Grunde genommen, es geht nicht um Kompromiss, sondern es geht immer um Schlagabtausch. Es geht um Eingrenzung und Abgrenzung, es geht um Selbstverständnis und es geht um Fremdabwertung. Und es geht immer auch um die Frage nach Authentizität und ironischer Distanz und die Diskrepanz zwischen individueller Selbstermächtigung und künstlerischer Selbstentgrenzung. Und hier könnte man jetzt natürlich, ich hatte eine kleine Passage, aber ich kann darüber gerne später sprechen,
natürlich kann man jetzt hier die ganze Keeping it real-Diskussion sozusagen anführen und die Frage, wie Hip-Hop sich immer wieder um so eine bestimmte Form von Authentizität dreht, aber das würde jetzt zu weit führen. Hören wir uns stattdessen, und jetzt kommt meine kleine Berliner, ich möchte nicht sagen Rache, aber mein kleiner Berliner Einspieler, als es denn ein paar Jahre nach Bambule endlich dazu kam, dass Kool Savas das Licht der Welt erblickte, möchte ich die erste Strophe von Kool Savas Haus und Boot anspielen, weil ich finde, dass dieser Track ganz besonders gut ausdrückt, was ich damit meine mit diesem. Es ist im Grunde genommen gar nicht wichtig, den Text zu hören, es ist gar nicht besonders wichtig, Deutsch zu verstehen, sondern man muss einfach nur zuhören und zu wissen, hier ist einer, der will nicht mit einem reden, der will einem was sagen. Es war gar nicht so leicht, einigermaßen verträgliche Battle-Raps zu finden. Ich hatte eine andere Tracks von Kool Savas mir überlegt, aber habe ich jetzt für den entschieden. Hier fallen Worte wie Äxte und Lyrics stechen ins Fleisch wie Wespen. Vor dem Hintergrund seiner Selbstbehauptung hat sich Hip-Hop wie andere Sub- und Gegenkulturen vor ihm, aber natürlich immer auch gesellschaftspolitisch aufgedrängt, eingemischt, er hat kommentiert und agitiert, er hat angeeckt und so versucht, das Gefühl zu vermitteln, er hätte auch über die Hip-Hop-Grenzen hinweg Recht. Unmissverständliche Forderungen wie das berühmte Fight the Power von Public Enemy, Fuck the Police von NWA bezogen sich ebenso auf die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, wie sie mit dem anarchistischen Gestus der zeitgleich aufblühenden Punkkultur spielten. Doch wollte Hip-Hop weder einfach nur ins öffentliche Bewusstsein vordringen, noch wollte er sich im gesellschaftlichen Abseits die Hörner abstoßen. Vielmehr legte er es darauf an, sein ganz eigenes Selbstbewusstsein zum Maßstab popkultureller Kommunikation überhaupt zu machen. Was in diesem Zusammenhang dann häufig ermüdend selbstgenügsam daherkommt, entpuppt sich bisweilen aber auch als Fähigkeit zur selbstironischen Distanzierung und insofern zur Kritik. Ein außergewöhnliches Beispiel dazu, ich habe jetzt hier keinen Track, aber will es kurz erwähnen, liefert dann beispielsweise Kendrick Lamars Album To Pimp a Butterfly, auf dem der Künstler sich und seine Musik in das ganze Spektrum afroamerikanischer Kulturgeschichte einschreibt, um davon ausgehend von dieser selbstsituierenden Bezugnahme der historischen Sünde des systemischen Rassismus die Stirn zu bieten. Im Hip-Hop-typischen Spiel mit dem Selbstbezug werden sich kultureller Narzissmus und ästhetischer Hedonismus, reformorientierte Kritik und politischer Widerstand so verblüffend ähnlich, nicht, dass sie ununterscheidbar werden, aber sie werden sich so ähnlich, dass Fuck the Police nicht ernster genommen werden darf als der von Salt and Pepper formulierte Appell Let's Talk About Sex, dass Fight the Power immer auch das von den Beastie Boys propagierte Fight for Your Right to Party meint. Denn nur in dieser Gleichzeitigkeit von politischem und profanem, vom moralischen und anrüchigen, ist Hip-Hop gleichermaßen in der Lage, Pop in Perfektion zu sein und seriöse Kunst gleichermaßen. Und ich möchte behaupten, dass diese Gleichzeitigkeit ihn dann auch so besonders anschlussfähig und zitierfähig jenseits von Musik und Kultur werden lässt. Und um dies alles zu illustrieren, aber einfach auch, weil ich dieses Video jetzt noch zeigen möchte zum Abschluss, kommt jetzt noch die eben erwähnten Salt and Pepper mit ihrem fantastischen Lied und wie gesagt Video Independent von 1990. Und dann... Ja, ich denke, wir können dieses Video erst einmal in all seiner Überzeichnung und seinen durchaus eindrücklichen politischen Gestus unkommentiert wirken lassen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass Sie gekommen sind und dass Sie für die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf Fragen, Diskussionen, Anregungen.